Wie ich gesagt habe, neue Chance für Kaladesh. Das letzte Booster ging ja gar nicht. Und dementsprechend, ja, gehen wir direkt rein. Select of Inspection. Ein Mana Instant. Mir bringt eine getappte Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück und dann das Scryte hier 1. Thundery Screecher. 3 Mana 2-1. Solange ein Artefakt kontrolliert, kriegt plus 1 plus 0. Ich mag Fledermäuse. Thriving Ebags. Ebags? Ebags, ja. Thriving Ebags. 4 Mana 2-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 2 Energie und immer wenn ihr angreift, könnt ihr 2 Energie bezahlen, um eine plus 1 1 Marke auf ihn zu legen. Metal Spinner Puzzle Knot. 2 Mana, wenn es ins Spielfeld kommt, zieht ihr eine Karte und verliert ein Leben. Für 3 Mana opfern, könnt ihr eine Karte ziehen und ein Leben verlieren. Revolutionary Rebuff. Okay. 2 Mana, man kann nicht Artefaktzauber kontern, es sei denn, der Beherrscher zahlt 2 Mana mehr. Ja, Mana Lag ist besser. Warum? Ich verstehe das manchmal nicht. Rush of Vitality. 2 Mana Instant, eine Kreatur kriegt plus 1, plus 0. Lifelink und Zerstörer bis zum Ende des Zuges. Das ist eine gute Karte. Riparian Tiger. 5 Mana 4-4 Trampel. Kommt, wenn ihr ins Spiel kommt, kriegt ihr 2 Energie. Und wenn ihr angreift, könnt ihr 2 Energie bezahlen, um den plus 2 bis zum Ende des Zuges zu geben. Oh ja, ein Gremlin. Die Gremlins sind so hübsch. Die sind so süß. 1 Mana 1-1 für 3 Mana könnt ihr den opfern, um Artefakt zu zerstören. Ach, so gut. Highspire Artisan. 3 Mana 03 Reach mit Fabricate. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er entweder eine plus 1 Marke auf sich drauf oder er kriegt einen 1-1 Servo-Token. Edgehub. Nicht bad. Wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt ihr Energie. Ihr könnt entweder tappen für ein farbloses oder tappen ein Energie bezahlen, um mal eine beliebige Farbe zu bekommen. Wird mittlerweile wieder gespielt und gesucht. Morphist Doorbuster. Doorbuster. Wird Door so geschrieben? Ja, Doorbuster. 4 Mana 4-2. Kommt mit 2 Energie ins Spiel. Und wenn ihr angreift, könnt ihr 1 Energie bezahlen und eine Kreatur kann nicht blocken. Underheaded Designs. 2 Mana, Verzauberung. Immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, könnt ihr ein farbloses bezahlen. Wenn ihr das macht, verliert jeder Gegner ein Leben und ihr kriegt ein Leben. Für 2 Mana könnt ihr das Ding opfern, um eine Kreatur zu zerstören. Ah, okay, das könnt ihr nur machen, wenn ihr 2 oder mehr Artefakte kontrolliert. So, und unsere Rare ist Territorial Gorger. 4 Mana, 2-2 Trampel. Und immer wenn ihr ein oder mehr Energie bekommt, kriegt der plus 2 bis zum Ende des Zuges. Ja, nein. Forest. Oh, Dorin-Emblem, das brauche ich sogar noch. Mein Lieblingsebene aus dem Set in Foil. Mein Gott, wie hübsch. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ich sehe. Ciao, ciao.